Alex, lass uns jetzt bitte nicht. Ich will, dass du mir erklärst, was mit Gabe geschehen ist. Was? Mir die Freundin wegzunehmen, reicht dir noch nicht? Jetzt willst du mir auch noch den Tod von Gabe anhängen? Ja, der war das nicht. Ich verstehe, warum du Angst hast. Wir machen erstmal, ne? Das bringt zu nichts, wenn wir ihm jetzt die ganze Zeit sagen, du warst es, bringt nichts. Wir machen so. Ich verstehe es. Er starb während deiner Schicht und du schiebst Panik. Aber du musst auspacken. Bitte. Ich hab dir nichts zu erzählen. Mac, komm schon. Er war mein großer Bruder. Ich kann nicht. Etwas macht ihm eindeutig Angst. Wenn ich ihn nur irgendwie provozieren könnte. Was Riley mir erzählt hat, könnte reichen. Aber falls ich noch etwas zu erledigen habe, sollte ich das besser jetzt machen. Nee, wir sind wirklich überall längst gegangen. Eigentlich würde mir nichts einfallen, was wir noch machen müssten. Würde nichts einfallen. Weiß nicht, vielleicht weißt du das ja, Enrico. Kann man in den Plattenladen, da hat dieser eine Typ gesagt, oder hat der Trauer? Und dann sagte sie, ja, vielleicht finden wir ja eine Platte, die ihn aufmuntert. Kann man da eine Platte finden? Weil ich habe da keine gesehen, die man irgendwie angucken könnte oder auswählen könnte. Kann man das irgendwie? Blut ist ein echt gutes Geheimrezept. Okay, jetzt bekomme ich so langsam Angst vor euch beiden. Und ich weiß nicht, ob wir noch mit dem kleinen Jungen noch reden können. Nochmal vielleicht, aber eigentlich war da ja auch keine Auswahlmöglichkeiten. Ich habe auch keine gefunden, also kein Plan, sorry. Okay. Yalla, hab wieder gute Idee für ein neues YouTube-Video. Hast du bei mir gesehen auf dem Kanal, wie aktiv? Seit einer Woche jeden Tag ein Video am Start. Nee, komm, dann machen wir bereit. Wüsste nicht, was jetzt noch fehlt. Okay, dann mal los. Deine Ex-Freundin hat mir von deinen Plänen erzählt, die Stadt zu verlassen. Unschuldige tun so etwas nicht, Mac. Ich habe wirklich nichts getan. Lass mich in Ruhe, verdammt! Was ist denn das jetzt? Ich kümmere mich später um Mac. Erstmal sollte ich so viel wie möglich in Erfahrung bringen. Aber es geht jetzt wieder ab. Teufel zieht alles. Die ganze Stadt gehört. Okay. Ich habe Mac in dieser Straße gesehen. Ah, okay. Also bleiben wir schon mal nur in dieser Straße. Wir müssen nicht wieder wild durch... überall durchlaufen. Das gefällt mir schon mal sehr. Mac hat das Gefühl, alle würden ihn anstarren. Alle denken, ich hätte ihn getötet. Sie hassen mich. Deswegen glaube ich auch, Mac ist das nicht. Er hat einfach nur sehr, sehr schlechtes Gewissen, weil das auf seiner Schicht passiert ist. Und natürlich, weil ihn dadurch alle hassen jetzt, ne? Das feiert er natürlich auch nicht so. Ich weiß nicht unbedingt, ob es ihm wirklich leid tut, dass er gestorben ist, aber dass direkt alle so denken, dass er das war. Ich habe überhaupt nichts getan. Das sind die Drogen, du solltest das mal unterlassen. Ich glaube auch, besser ist es.
hätte es doch bloß nicht getroffen. Alex? Sie denkt sich auch, alles klar. Oh, er hat sogar Selbstmordgedanken, würde ich sagen, heißt das jetzt? Nein, da draußen sind Leute, verdammt. Ich habe doch gesagt, dass wir es abblasen müssen. Wie die mich auf der Trauerfeier angesehen haben, die denken, ich habe ihn sterben lassen. Ich weiß, warum du lügst. Krieg ich auch welche für deine Pfannkuchen, meinst du? Es ging um Rache. Du hast einen Fehler gemacht. Was hatte der Typhon denn noch gesagt? Mann, ey. Ja, aus Eifersucht hat er es nicht gemacht. Glaube ich. Ich würde eher sagen, da. Oder Typhon oder so. Wir machen das. Typhon zwingt dich, den Anruf von Gabe zu leugnen. Verdammte Scheiße. Rauf, 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 immer schön die Treppe rauf. Okay, er ist nicht ganz unschuldig. Aber dann ist er ja auch schuldig. Halte nicht den Kopf hin. Ich weiß, du hast versucht, es zu verhindern. Sie haben Scheiße gebaut, nicht du. Hör auf, für sie zu lügen. Du checkst es nicht. Das war kein stinknormaler Unfall. Ich hab denen gesagt, dass ihr da unten seid und die haben trotzdem gesprengt. Absichtlich? Warum? Ich weiß es nicht. Ich schwör's. Und dann bekam ich die Nachricht, dass ich bestreiten soll, dass jemand angerufen hat. Du musst mir glauben. Glaub ihm. Gabe und ich, wir waren keine besten Freunde, aber ich wollte nicht, dass er stirbt. Jetzt beobachtet mich Typhon. Meine Freundin denkt, ich sei ein Mörder. Alle meine Nachbarn hassen mich. Was zum Teufel soll ich denn jetzt tun? Ich könnte ihn beruhigen. Aber hat er das wirklich verdient? Ja, safe. Er ist halt nur stark eifersüchtig und so. Aber an sich würde er jetzt keine Scheiße bauen. Würde ich sagen. Ach, ich liebe die Alerts. Ja, rauf, 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 rauf. Immer schön die Treppe rauf, ist schon gut, ey. Mag den nicht, der ist weird. Ja, aber der hat's jetzt nicht verdient, ihn nicht aufzumuntern, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir beruhigen ihn. Weil dadurch kann er uns dann ja auch helfen. Wisst ihr? Ich würde sagen, Mac beruhigen. Ganz klar. Und danach stelle ich auch mal auf eine halbe Minute runter. Das ist sonst echt zu lang. Aber hier, Kartoffel, du hast die Auswahlmöglichkeit jetzt zum Beispiel nicht, ne? Bei dem mit abzustimmen, oder? Ich würde sagen, Mac beruhigen. Eine Abstimmung. Mac beruhigen, ja. Hätte ich auch gesagt. Okay. Mac. Komm schon. Du musst dich beruhigen, okay? Atme, Mann. Atme ruhig weiter. Ich weiß, wie es ist, wenn dir keiner glaubt. Wenn alle nur das Schlimmste von dir denken. Aber die Wahrheit kommt raus. Ich sorge dafür. Aber Typhon. Wenn Typhon hinter dir her ist,
müssen Sie erst an mir vorbei, okay? Das ist nicht so schwer, glaube ich. Danke. Ich fühle mich ein wenig besser. Gerne. Naja, man lernt ein paar Dinge, wenn man ständig zu Seelenklempnern gehen muss. Also, was machen wir jetzt? Ja, herausfinden, warum das geleugnet werden musste. Bleib in Haven. Ich decke die Wahrheit auf. Ich glaube, wenn man ihn jetzt nicht beruhigt hätte, hätte er sich umgebracht. Kann ich mir vorstellen. Also früher oder später. Und das meine ich. Deswegen ist diese Fähigkeit nicht ganz so nice, wenn man die selber hätte. Ich glaube, ich hätte die allererste Fähigkeit sehr gerne. Wie aus dem ersten Teil. Mit ein bisschen die Zeit zurückdrehen. Wenn man mal wieder Scheiße gesagt hat. Hey. Ja. Können wir reden? Wo bist du? Okay. Oh, neue Gegend, die kennen wir noch nicht. Ich muss sagen, ich mache ihn irgendwie nicht so gerne. Du hattest recht. Mit Typhon und Mac. Alex. Mac erhielt den Anruf. Woher weißt du das? Er erhielt den Anruf und hat gelogen. Ist doch egal. Jemand übt Druck aus, damit er still bleibt. Jemand von der Mine und er ist... Es ist egal! Es ist egal, weil tot ist er tot. Und gehe alles durch. Aber es endet immer auf dieselbe Weise. Ryan. Er ist tot. Er ist wirklich tot, Alex. Die erste Fähigkeit war nice, da könnte man so viel ausprobieren. Auf jeden. Dennoch verdient er Gerechtigkeit, auch wenn er tot ist. Ja, safe. Safe. Kriegen wir auch hin. So, jetzt mal gucken, was mit ihm hier wieder ist. Ich muss wissen, was in Ryan vor... Ich muss ja mal sagen, das finde ich immer irgendwie zu krass, dass da diese Welt halb einbricht und so. Irgendwie ist das immer zu doll. Die wollen dann die Gefühlslage darstellen, aber weiß ich nicht. Am ersten würde ich mal so viel ausprobieren, einfach nur um es gemacht zu haben. So diese unangenehme Fragen zu stellen und sowas. Es ist meine Schuld. Ich sorge für die Sicherheit der Leute. Und ich habe versagt. Du hast mich gerettet. Du hast Ethan gerettet. Ethan, würde ich eher sagen. Das andere wäre egoistisch. Du hast Ethan gerettet. Der Junge ist nur deinetwegen noch am Leben. Sie versteht das nicht. Ich habe sie darüber laufen lassen. Ich habe Gabe in Gefahr gebracht. Ich bin kein Held. Ich bin ein Feigling. Ein absoluter Versager. Du bist mutiger als ich.
Keiner von uns ist wertlos. Woher hättest du das wissen sollen? Das ist schwierig. Weil warum mutiger als ich? Das verstehe ich nicht ganz. Und keiner von uns war wertlos. Er hat doch mit das Seil auch festgehalten. Hätte sie ja eigentlich nicht gekonnt. Ich mal von aus. Ich weiß, wie es ist, sich wertlos und hilflos zu fühlen. Wir haben Ethan gerettet. Und du mich. Ist doch egal. Gabe ist tot. Meinetwegen. Gabe, es tut mir so leid. Abstimmung läuft. Gabe würde dir vergeben. Ich vergebe dir. Vergib dir selbst. Ich vergebe dir, das ist ja sowieso. Was würden wir sagen? Also entweder 1 oder 3. Vergebe dir selbst. Ich glaube 1, oder? 1 würde ich sagen. Ich glaube, wenn wir da jetzt falsch abstimmen, könnte er rein theoretisch springen. Vergebt dir selbst, klingt sehr depri, ja, irgendwie schon. Das ist so ein späterer Zeitpunkt, glaube ich. Vergebt dir selbst. Er hat nichts falsch gemacht. Safe nicht. Was kann ich denn jetzt hier? Warum kann ich nicht? Muss ich noch was? Nee, Abstimmung läuft, ich muss noch warten, ne? Und jetzt kann ich auswählen, richtig? Eine Abstimmung? Ja, Gabe would forgive you, okay. Gabe hat dich geliebt, Ryan. Er würde dir vergeben. Das weißt du. Du bist nicht allein. Das war die Antwort. Ich glaube schon. Ich glaube, wir haben genau die Antworten genommen. Aber hätte er das springen, also wenn wir das jetzt falsche gesagt hätten, wäre er doch safe gesprungen, oder? Was für Lachen? Oh, warte, da gibt es einen Typen im Gorilla-Kostüm? Springt der auch von der Klippe und in den Pool? Nein, der jagt einen Typen im Bananenkostüm. Und der Typ springt von der Klippe und in den Pool. War das ein mexikanisches Restaurant? Nee, nur vom Namen her. Das Essen ist, naja, grauenvoll. Aber Gabe liebt den Laden. Er ist der älteste 12-Jährige, den ich kenne. Kann ich dich was fragen? Natürlich. Du bist doch hergekommen, um mir zu sagen, dass ich recht hatte. Wegen Mac und dem Anruf. Woher wusstest du es? Kannst eine ehrliche Antwort da lassen, ja? Es gibt etwas, das du über mich wissen solltest. Und es ist leichter, es dir zu zeigen, als es zu erklären. Ach so, ja. Es wird etwas seltsam. Und dann so richtig. Vertraust du mir? Ich glaube, er würde sterben. Ah, okay. Ja, ich denke auch. Ich denke an etwas traurig, ich denke an etwas ruhig einflößendes, ich denke an etwas ärgerliches. Gar nicht, glaube ich, okay. Recht egal. Denk an eine Sache, die dir so richtig Angst macht. Konzentrier dich, bis du es fühlst.
Moin, ja. Na, grüß dich. Mac, Typhon, das alles. Du weißt nicht, wie du ohne Gabe damit umgehen sollst. Keiner hatte sich je mehr Ärger eingehandelt und dann wieder rausgewunden. Oh Mann, dieses eine Mal. Das ist einfach ein glückliches Gefühl, glaube ich. Heute hat man noch nie als Gefühlslage. Woran auch immer du denkst, genau jetzt. Hör nicht auf, okay? Mach weiter. Okay. Welche Emotion ist das? Glück, würde ich sagen. Oder glücklich so. So, moin, ja. Na, wie geht's? Ich glaube, es geht dir sehr gut. Ach stimmt, das springt dann ja auch rüber. Muss eine schöne Erinnerung sein. Ob ich das irgendwie zusammensetzen kann? Schön mal wieder dabei zu sein. Cooles Spiel. Ja, schön, dass du mal wieder da bist. Und ja, kennst du das Spiel schon? Ich habe nämlich den ersten Teil habe ich durchgespielt, also richtig schnell, also da war ich richtig dabei. Zweiten hat mich irgendwie, weiß ich nicht, habe ich irgendwie nicht gespielt, aber jetzt den dritten wollte ich auf jeden Fall wieder spielen. So, was ist das jetzt hier? Das sieht aus wie eine Ente. Gabe, ganz. Ich sehe sie. Sie wird sich bewegen. Sie bewegt sich nicht. Sie wird sich bewegen. Gabe! Das ist eine Menge Blut, oder? Gabe, das ist ernst. Eine Kanada-Gans zu töten, verstößt gegen internationales Recht. Sei still, das ist keine. Das sind Kanada-Gänse, Gabe. Eigentum der Krone. Der Krone von... Eigentum der Krone, Gabe. Kanada-Gänse. Das machen wir jetzt. Jetzt, ja. Ein bisschen, hab's selber nie gespielt. Ah, okay, okay. Was denkst du, wie tief? Tiefer als das. Die Mounties erkennen ein Gänsegrab auf hunderte Meter Entfernung. Die Mounties? Oh, ist das dein Ernst? Es tut mir leid. Es tut mir leid. Wie lange wolltest du mich buddeln lassen? Na, du hast dich so schön reingehängt. Also, habt ihr die Gans beerdigt oder nicht? Okay, und dann Eigentum der Krone? Echt? Naja, genau genommen schützt sie tatsächlich das Abkommen zum Erhalt der Wandervögel. Aber wie? Wie, wüssten wir auch gern, doch. Ich bin so ein Art Superheld. Ich bin so ein Art Freak. Was sind wir? Wir sind schon Superheld ein bisschen. Also, ich glaube, ich habe diese Kraft. Ich kann die Emotionen anderer Leute sehen.
Sie erscheinen mir wie eine Aura. Und wenn ich ihnen zu nahe komme, dann... 100% Freak. Oh, jetzt. fühle ich, was sie fühlen. Als fühlte ich es selbst. Und wenn ich mich konzentriere, verstehe ich sogar den Grund. Und das hast du jetzt gerade gemacht. Mit mir. Puh. Krasse Superkraft. Ohne Scheiß. Es waren bisher immer nur die schlechten Emotionen. Aber das... Das war pure Freude. Stimmt, das ist das erste Mal, dass wir die Freude halt miterlebt haben. Wer weiß noch davon? Gabe. Aber wie es jetzt aussieht, nur du. Aber der einen Freundin erzählen wir jetzt aber auch nochmal, würde ich sagen. Deswegen weiß ich, dass Mac Angst vor Typhon hat. Er meldete Gabes Anruf, aber sie ignorierten es. Jetzt zwingen sie ihn dazu, dich zu halten. Okay, aber wieso? Weiß ich noch nicht. Jemand hat entschieden, die Explosion stattfinden zu lassen. Herauszufinden, wer, wäre schon mal ein guter Anfang. Also, legst du dich mit Typhon an? Ich kann dir helfen. Das musst du nicht. Jetzt hast du mich am Hals. Handschlag, umarm. Was sagt ihr? Jetzt ja, für dich auch nochmal. Rein theoretisch solltest du jetzt irgendwo im Stream abstimmen können, ob wir jetzt einen Handschlag machen oder umarm. So, ich gehe mal Sachen erledigen. Ich wünsche dir da viel Spaß. Pass, wie du löst den Fall nicht. Fall wird gelöst, verspreche ich dir. Vielleicht nicht mehr heute, aber wird noch gelöst. Du wärst vom Arm. Ich glaube aber, umarm heißt so ein bisschen, dass wir auf Beziehung mit ihm eingehen wollen. Da bin ich mir noch nicht so sicher, ob wir mit ihm oder mit der anderen. Weil bisher weiß ich noch nicht. Aber umarm kann man schon mal gut machen. So zwischen guten Freunden geht umarm klar. Nee. Muss auch, wie gesagt, gleich nochmal in die Einstellung reingehen, dass wir da mal auf eine halbe Minute machen. Jetzt ein Handschlag ist awkward, okay. 100% Hack, okay. Er find's... Ja, klar. Gern geschehen. Ja, du hast die Situation wieder nicht vergeblickt. Ja. Jetzt findet es erst komisch. Danke. Jetzt sind wir die Komische. Die Komische im Dorf, die immer umarmen möchte. Danke. Jetzt sind dir. Wir die Komische, na toll. Na, Männer können nicht mit Emotionen umgehen. Ah, gut, das kann natürlich. Das ist es vielleicht auch, ja. Wir müssen nur vorsichtig sein, dass wir nicht mit dem Typen und mit ihr was anfangen. Das hier ist für dich, Gabe. Ich vermisse dich. Muss man auch sagen, in Life is Strange ist die Musik und die Vertonung echt auf den Punkt gebracht, ne? Change all of the pain into the joy.
die Omi tut mir mit am meisten leid, weil die ja die ganze Zeit die Sache immer vergisst. Weil die ja immer wieder aufs Neue drauf vorbereitet. Das sind echt gute Songs auf jeden Fall. Also passen zu 100% halt, ne? Ich habe heute Morgen nichts gesagt. Oh, müssen wir die Rede jetzt halten? Ich konnte es nicht. Zu hören, wie alle von ihm erzählten. Von dem Leben, das er hier hatte. Mit euch allen. Ich habe meine Chance darauf verloren. Und obwohl ich nur einen Tag mit ihm hatte, hat er mein Leben verändert. Ich sagte, ich wüsste nicht, ob ich hierher gehöre. Er sagte mir, ein Zuhause findet man nicht einfach. Man baut es auf. Sie hat nicht das Glückliche, habt ihr es gesehen? Ganz links da, von ihr aus gesehen rechts. So, jetzt pass auf, pass auf, pass auf. Da! Aber was ist wieder jetzt nochmal in dem Zusammenhang? Was ist wieder nochmal? Ich habe Schuldgefühle. Bin mir aber nicht sicher. Okay, dann haben wir den Akt auch wieder durch. Halt, Akt 2 war das jetzt, ja? Gucken wir mal, wie wir uns entschieden haben und wie die anderen sich entschieden haben. Ich mache mal die Cam ein bisschen kleiner, damit man auch alles sieht. Und zwar. Ehrlich gesagt, Mac mit seinen Panikattacken geholfen. Oh, guck mal, das haben sogar 96% gemacht. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass das nicht so viele machen. Weil der ja nicht so der beliebte Charakter war. Oh, da haben tatsächlich 34% gesagt, nö, die soll sich nicht an den Tod erinnern, wenn sie den schon vergessen hat. Bin ich nicht richtig? Oh, auch interessant. Aber man kann sie gar nicht besuchen. Es haben 0% gemacht. Wir haben natürlich das Geld nicht angenommen. Das haben auch 62% gemacht. Auch die Mehrheit. Alex hat den ruhigen Moment im Dock genossen. 64% Alex. Das machen aber viele, glaube ich. Viele machen das so wie ich, dass sie komplett einmal überall rumgehen und sich alles angucken. Alex hat die Wohnung aufgeräumt. Ja, haben wir gemacht. Oh, das Foto nicht hingepackt. Alex hat das Album auf Gabes Gedanken gehabt. Ah, das Album hätte man auch hinpacken können. Und nichts hätte man auch hinpacken können. Okay. Ah, und guck mal, nur 18% haben ein glückliches Gesicht auf die Dartscheibe gemacht. 51% haben sich die Dartscheibe nicht angesehen. Ah, okay. Er nannte sich für das Lab Alvin, haben 52% gemacht. Guck mal. Wie die alle anderen, das ist schon mal gut. Alex hat einen Moment lang an Gabe gedacht. Ja, haben wir gemacht. Alex hat Ryans Behauptung auf der Trauerfeier bestätigt. Alex hat zugegeben, dass sie Gabes Anruf nicht gehört hat. Da war ich auch nicht so ganz einverstanden mit der Entscheidung, sag ich euch. Aber wir gucken, was daraus passiert. Oh, da haben wir auch genau das gemacht wieder. Steph hat Kravius zum Lab-Boss gemacht. Steph hat
Stormbringer zum Labboss gemacht haben. Haben wir schon irgendwie alle anderen. Als ich halt beim Plattenladen nicht im Steph geredet habe, 1% gemacht, also auch wieder sehr wenige. Alex hat die Vogelbeobachterin ihren Bussard zu finden. Geholfen, ihren Bussard zu finden. Jo, schon mal gut. Schon mal gut. Ryan hat Alex Vergebung akzeptiert. Ryan konnte sich selbst vergeben. Okay. Alex hat Ryans Gabes Vergebung angeboten. Ah, okay, das ist schon mal was. Ja, Ryan und Alex haben sich eine Schlucht umarmt, haben aber 73% gemacht, immerhin. Ryan und Alex haben sich eine Hand gegeben, nur das haben nicht so viel gemacht, schon mal gut. Okay. Mehr nicht? Ne, mehr nicht. War's. We'll be right back.